Ja, der ist am Telefon. Wer ist da? Herr Vorsitzende, mein Name ist Adam Weiß. Ich habe mit meiner Kollegin gesprochen und mir wurde mitgeteilt, dass Sie noch ein paar detaillierte Informationen brauchen, um sich wohlzufühlen mit Ihrer Investition und ein Konto bei uns einzurichten, bei Das Bankinvest. ist richtig. Ihre Kollegin nicht wirklich Idee gehabt, wie Fragen zu beantworten und Wissen zu geben, was kann man machen, was Risiko und so. Und da wollte ich mit Experten reden. Okay, und den haben Sie jetzt am Telefon. Das ist gut. Was sind Sie für Experte? Ich verstehe die Frage nicht ganz. Ja, was Was ist sind denn das Thema? Sie? Also es geht ja um den Börsenmarkt und Ja, nicht um richtig. Früchte oder Gemüse, oder? Ja, darum frage ich. Ich muss ja wissen, ob ich jetzt mit dem richtigen Menschen spreche. Okay, also mein Lieblingsgebiet zurzeit, ich glaube 2021 ist das Jahr der Kryptowährungen. Deswegen beschäftige ich mich persönlich sehr viel mit Kryptowährungen, Das ist aber gut. manchmal ist auch Indexe sehr interessant. Ja, Krypto finde ich auch sehr Okay, interessant. Weißt du, außerdem habe ich Analysten sowieso für jede Gruppe und Kategorie, also für Währungen, Rohstoffe, wie da erzählen. Aktien. Ist nicht ganz so. Ich finde das Krypto auch sehr interessant. Weißt du, aber alle bei Bitcoin explodieren ist bestimmt gut, aber so viel Geld kosten. Weißt du, ich denke, mit meinem Kollegen bei Firma zusammen sind wir sehr gute Jahre bei Firma gehabt, gut Geld beiseite bekommen. Wir Okay, und wollen warum haben Sie sich Dog, jetzt registriert? weil ich mir angucken wollte, wie kann man im Internet investieren mit wie sagte man, Wie alt langfristige sind Sie denn, wenn ich Gewinnen. fragen darf? Ich bin 36 und Sie? Bin 32. Was machen Sie beruflich? Ich und mein Kumpel, wir haben Baufirma, wir bauen Häuser. Fertige Häuser oder? Nein, Stein auf Aus Stein, richtige, richtige Handarbeit, von Fundament bis zur Dachspitze. Okay, wie viele Arbeiter haben Wir haben 13 Monteure, zwei Subunternehmer und zwei Auszubildenden. okay, wie viele Leute braucht man denn, um ein Haus hochzuziehen? Und das kommt auf Größe von Haus an, kommt drauf an, was möchte der Bauherr haben, welche örtlichen Einschränkungen gibt es, so was Bauweise angeht, weil manche Gegenden darf man nicht bauen, so Stadtvilla, sagt man, sondern muss schräge Dach haben. Kommt immer drauf an, welche Experte man für welches Gebiet braucht, und dann hat man immer noch so den Heizungsmenschen, Elektrikmenschen. Und wie viele Leute braucht man für Geld bei Internet? Es kommt auch darauf an, wie viel Geld man verdienen will. Das kommt darauf an, was denn Möglichkeiten sind. Und das konnte mir das Genau, Kollegin gucken Sie mal. nicht geben. Wie viel Erfahrung haben Sie schon auf dem Internet und mit Geld verdienen? Überhaupt nicht. Darum hätte ich ja geguckt, wo gibt Okay. so, wie Gucken sagt Sie man, mal, so Partner. erkläre Ihnen das ganz leicht. Gut. Sie haben jetzt von Bitcoin gehört, oder? Richtig, ja. Darum habe ich Okay, überhaupt jetzt. angefangen zu gucken, weil überall bei Mastercard, Nachrichten Kollegen Mastercard. erzählen, und dann dachte ich, komm mal ja mal gucken, wie überhaupt funktionieren, weil das ist halt was anderes als mit Händen arbeiten. Ich, mit Computer nicht so gut, das wie sagt man, verstehen. Ich habe Sie total verstanden. Gut. Gucken Sie mal, Mastercard hat, nachdem Elon Musk rausgebracht hat, die Nachricht, dass der in Bitcoin investieren will, 1,5 Billionen, hat Mastercard die Nachricht rausgebracht, 3 Tage später, dass die bei sich im Netzwerk Bitcoins implementieren wollen. Ach, Okay? Mastercard will Das machen? bedeutet jetzt, ja, Mastercard auch, okay? Cool. Und wie viele Menschen gibt es auf der Welt? Oh, irgendwas 3,5 Milliarden? 8 Milliarden, So viele okay? schon, Okay, blöd. ja. Auf jeden Fall, Herr Vorderziege. Was sind Sie eigentlich von Landsmann? Bin Deutscher. Okay, sind Sie in Deutschland auch geboren? Nein. Spielt das eine Rolle bei Ihnen? Ich versuche nur ein bisschen Sie persönlich kennenzulernen. Gut. Ich bin von Kasachstan. Und Kasachstan? Und wie sagt man Ziege auf Kasachstanisch? Also wenn, dann heißt es Kasachisch und man sagt bugiert.
Bugiert, also auf Kasachisch heißen sie Forda Bugiert. Ja, das wäre andere, das ist wie wir den Deutschen Müller-Meyer, man kann nicht bei anderer Sprache nehmen und dann an gleichen, Ah, wir okay. sagen, ein gleiches Bedeutung haben. Also wenn man jetzt sagt, Okay. wie vorne, dann heißt es Nazi bugiert, aber das ist dann so, wie wenn ich sage, bei meinem Bruder, guck, da vorne ist ein Ziegebock. Aber das hat nichts mit Okay. Name zu tun. Gucken Sie mal. Sie kennen auch Mastercard, oder? Natürlich. Ja, und wenn ich sage, halbe Welt hat Mastercard, halbe, die Hälfte der menschlichen Population hat Mastercard, habe ich recht oder lüge ich? Ich würde sagen, stimmt nicht, weil meistens Menschen bei asiatischen und afrikanischen Kontinent leben und die arm wie Scheiße. Was haben die? Ha? Was haben die? Ich sage, bei afrikanisches und asiatisches Kontinent meistens Menschen leben und die sind arm wie Scheißendreck, die bestimmt kein Mastercard haben. Ach so, die sind arm wie Scheiße. Okay. Aber sie können trotzdem in Afrika mit Mastercard bezahlen, Ja, okay? sicher, aber wenigstens Menschen werden Was denn glauben Sie, wie haben. viele Menschen? Was glauben Sie denn, wie viele Menschen Mastercard haben? Wie viele Mastercards gibt es auf der Welt? Weiß ich nicht. Also wir allein bei ich habe eines bei Privat und wir haben zwei für Firma. Okay, also das heißt, Sie selber, Hans Vorderzieger, haben schon drei Mastercards, oder? Ja, also die Firma ist nicht so, wenn man so von Okay. Steuergerechten ausgeht, ist nicht wirklich meinen, weil ist Geld von Firma, aber irgendwie dann doch wieder meine, aber eigentlich ja. Okay. Voll. Und das heißt, viele Menschen haben auch mehr als eine Kreditkarte. Also es wird ja mindestens, wenn es 8 Milliarden Menschen auf der Welt gibt, wird es ja mindestens 4 Milliarden Mastercards geben, oder? So in der grauen Theorie. Okay, so, wenn jetzt zurzeit 3,5 Millionen Leute Mastercard benutzen, Bitcoin benutzen, ungefähr 3 bis 3,5 Millionen Leute, weiß man nicht genau, okay? Okay. Und nachdem Mastercard das in sein Netzwerk aufnimmt, Bitcoin, okay, wird aus 3,5 Millionen Benutzern 4 Milliarden Benutzer, okay? Muss dann Das ist ja jeder, nicht, was das ist. Mastercard hat, auch eines, wie den sagen, so Die ein fragen dann schon Valet nicht mehr, haben? weil die werden dann ja nicht mehr Reserven in Mastercard halten, in Bitcoins halten. Die fragen ja nicht mehr. Die Bank fragt sie ja nicht, oh, sollen wir jetzt 10% Gold, 10% Tesla, 10% ist. Die Bank investiert einfach, verstehen Sie? Und dann geht einfach, dann geht die Benutzeranzahl von Mastercard, von Bitcoin von 3,5 Millionen auf 4 Milliarden. Das ist nicht mal 10, das ist nicht mal 100, das ist mal 1000. Okay? Was glauben Sie, was wird mit dem Bitcoin passieren, wenn 1000 Mal mehr Benutzer plötzlich den Bitcoin benutzen? Dann wird wahrscheinlich verboten werden. Erkennen Sie mal die Logik dahinter. Naja, das ist doch so, wie sagen man noch nicht illegal, aber so wie so verboten Zone, weil das ist, man kann ja so gucken, dass man nicht dem Merkel den Geld gibt, sondern den selber bekommt. Das so ein bisschen Tricks machen mit Bitcoin. Und die werden den Regierungen, das werden das nicht mögen, wenn das mehr Macht bekommt als das eigenen Währung. Verstehst du, was ich meine, Blit? Das ist eben die Revolution von unserer, das ist die Revolution des Internets, das ist, was viele Leute nicht verstehen, was aber einhergeht, okay? Dezentralisiertes Finanzsystem, okay? Dezentrales Finanzsystem, okay? Herr Vorderzieger, Sie Das müssen gut. mal gut nachdenken. Es wird nicht nur, okay, alle Leute Revolution, das haben auch in Kasachstan, in Kolumbien, in Brasilien, überall die Leute kriegen Informationen. Die Leute sehen, die schauen nach Amerika und sehen, warum hat Amerika alles Geld der Welt? Und in Afrika sind alle noch Sklaven sozusagen, oder sagen wir, verstehst du, was ich Ja, meine? natürlich Das ist verstehe eben ich, die weißt du, Revolution des ich sag Internets. dir, Alle haben Informationen. Scheiß Amerikanski, ganze Welt mit Krieg überziehen, darum den ganzen Geld von der Welt haben, weißt du, wenn wir von Genau. Revolution sprechen, muss immer die Ziel von einer Revolution muss sein, Amerikanski kaputt zu machen. Genau. Okay, das ist viele.
Haben Sie auch arabische Wurzeln oder arabische Freunde? Jede Menge, jede Menge. Mein Kumpel, mit dem habe ich Betrieb, ist Ahmed, der ist Baumechaniker. Okay. Und auf jeden Fall, das ist das, was viele Leute nicht verstehen, okay? Die Amerikaner machen entweder Krieg, deswegen haben die große, aber die haben auch, warum ist der Dollar die Weltwährung? Was glaubst du, Hans? Natürlich, weil die amerikanische, sag ich mal, die ganze Weltwirtschaft mit ihres Krieg und ihre Exporte und ihre Drohungen gegen Nein, sogenannte die haben Freunde beherrschen. ich erklär dir die Wahrheit, okay? Oh, Man kann jetzt bin ich irgendwelche gespannt. Verschwörungstheorien, okay? Man kann irgendwelche Verschwörungstheorien aufstellen, aber Tatsache ist, dass jede Zentralbank, weißt du, was Zentralbank ist? Ja, natürlich, das ist das, was eine große Bank, was den Okay, Zahlungsverkehr auf einen Kontinenten überwacht. genau, und jede Zentralbank, nein, das ist die, sagen wir mal, in Deutschland gibt es ja Sparkasse, Deutsche Bank, Exim Bank, Commerzbank, oder? Da, und dann gibt's den Aufsicht, den BaFin. Das ist die Zentralbank, nein, das gibt nicht die BaFin, da drüber ist die Zentralbank über Sparkasse, weil die Bank braucht ja auch ein Konto bei einer anderen Bank, um untereinander Geld zu verschicken, oder? Das ist richtig, weil irgendwo muss denn der Das ja ist auch die. herbekommen. Okay, und jede Zentralbank, die Zentralbank entscheidet, wie viel Geld gedruckt wird. Die Zentralbank leiht Geld der Regierung, wenn die wieder zu viel ausgegeben haben oder Krieg machen müssen oder so. Und die Zentralbank muss eine der Regeln, die müssen Reserven halten. Minimum 25% in Dollar. Okay? Also das bedeutet, jede andere Währung auf dieser Welt, Schweizer Franken, Pfund, Rubel. Yen, ja, Rubel auch, basiert zu 25% auf dem Dollar. Okay? Also 25 Kapeki vom Rubel sind eigentlich Dollar und der Rest sind, sagen wir mal, ein Portfolio, was die finanzgroßen Leute gemacht haben in Russland. Okay? Ja, okay, nichts gut. Verstehen Sie? Und das heißt, jede Währung, das heißt, deswegen wurde auch 2008 gesagt, wenn der amerikanische Dollar runtergeht und zerstört ist, kaputt ist, dann geht die Weltwirtschaft kaputt, weil jede andere Währung auf der Welt zu 25% auf dem Dollar basiert. Verstehst du? Das ist so ein Grund mehr, den kaputt zu machen. Deswegen, also, man muss nicht immer alles das kaputt machen, was über einem ist, okay? Natürlich. Aber Sie haben natürlich recht, Sie haben natürlich recht, dass, sagen wir mal, die Amerika haben ihre Position zu sehr ausgenutzt. Sie haben die, sagen wir mal, auch, ja, ausgenutzt, nicht für die richtigen Zwecke. Und deswegen werden die jetzt finanziell isoliert. Okay, Ernst, gucken Sie mal, wir können jetzt stundenlang darüber sprechen, okay? Richtig. Jetzt geht es noch nicht um 10.000, es geht nicht um 50.000. Erstmal können wir, sagen wir mal, 250, 500 oder 1.000 machen, wie viel du willst, ist mir egal, okay? Gott. Nur ein kleines Konto zu eröffnen und, sagen wir mal, einen Test machen mit 250 Euro, okay? Das macht dich nicht zum Millionär, davon wirst du nicht reich, aber da kann ich dich kennenlernen, da kannst du mich kennenlernen, kannst du sehen, dass ich ein seriöser Partner bin, dass wir kontinuierlich und regelmäßig immer Geld verdienen werden, Ja, okay? ich höre schon, du hast sehr viel Ahnung von des Finanzwesen. Aber weißt du, mit 200 Euro, weißt du, verdiene ich bei 10 Minuten, wenn wir bauen bei Hausen. Weißt du, ich will, zu Kollegen schon gesagt, weißt du, will ich richtig machen, aber dann muss ich wissen, was ist, wie viel Profit kann man bekommen, wie ist, Okay, riskant und, genau. Und ich will nicht, guck mal, ich kann dir jetzt stundenlang erzählen, ja, bitte, Prozente, dies, bitte. das, hin und her, okay? Nein, ich werde aber meine Zeit nicht verschwenden, Was heißt okay? hier Zeit verschwenden? Wenn du 250 mein Geld Euro. nicht willst, rufe ich jemand anderen an, ist kein Problem. Guck mal, ich muss dich auch nicht anbetteln, um dir mehr Geld zu verdienen. Das ist für mich auch kein Problem, okay? Arbeitest 250 du Euro und ich zeige kostenlos dir oder? schwarz auf weiß. Schwanz? Arbeitest du kostenlos? Nein, natürlich nicht. Okay, ich Ich muss zeige dir meine schwarz Kunden, auf muss meine weiß, Kunde auch erst dein okay? Musterhaus zeigen, bevor der sagt, bau mir Stadtvilla. Zeig mir dein Musterhaus. Genau, und ich zeige dir das Muster. Ich zeige dir das Muster mit 250 Euro. Mit 250 Euro kriegst du Muster, Das heißt, okay? Dann wirst du mir diese du wirst mir 250 deine Euro nach zwei Geschäftskonzept Wochen erst habe ich erklären, schon. die Nachhui, du wirst mir dein Geschäftskonzept erst erklären, wenn ich dir Geld gebe? Du musst mir doch erklären können, wie ich Du bei dir verdienst Geld pro verdienen Minute. kann.
Ich weiß jetzt, ich kann so eine Bitcoin kaufen, aber du musst mir nicht, du musst mir sagen, wie ich dann da Geld kriege von. Guck mal, so wie du redest, du hast noch nicht mal 250 Euro in deinem Leben auf einmal auf deinem Konto gesehen. Okay? So wie du redest, was denkst du mit, wem du redest? Ich bin nicht Präsident von Aserbaidschan, ich bin ein kleines Bauarbeiter, das hat sein eigenes Leben hochgezogen. Wie redest du mit mir? Investier 250 Euro, ich zeige dir, wie es alles funktioniert. Nach 2 Wochen hast du 500 Euro und dann kannst du sagen, hast du gut gemacht, 100% Rendite gefällt mir. Oder du kannst, ich will auf 10.000 umsteigen, oder du nimmst deine 500 Euro und freust dich immer noch. Ja, also wenn, weißt du, ich will nicht deine Zeit geschwenden, nicht meine Zeit geschwenden, wenn, dann will ich gleich richtig machen, aber du musst doch in der Lage sein, mir deinen Businessplan zu geben, bevor du Geld haben willst von mir. Ich will es dir zeigen. Ich will dabei. Nicht meinen Businessplan. Dabei. Gut, 250 Euro. Wie machen wir? Visa oder Mastercard? Ist mir egal, ich habe auch American Express, ich habe auch. Guck mal, das sind meine 25% von Dollar, ich habe American Express. Welche Karte willst du benutzen? Meine American Express, nur damit du Bescheid weißt, meine American Express funktioniert nicht, wenn die weiter weg ist von mir als 10 Meter, nur damit du Bescheid weißt, okay? Wenn du erstmal so einen American Express angeboten bekommst in deinem Leben, okay, viele Leute wissen gar nicht, dass es diese Technologie gibt, dann können wir weiterreden, okay? Ist das so Geheimtechnologie von Präsident Putin? Ja, Präsident Putin kann auch einiges, aber er ist jetzt beschäftigt mit Nawalny zurzeit. Okay? Natürlich, den Typen müssen wir ja auch fertig machen, der bedroht Russische Föderation. Oder bist Nawalny du oder Putin? Bist du Freund von Nawalny? Bist du Freund von Putin? Ich habe zuerst gefragt. Nawalny ist ein Verräter, er hat doch alle Leute verraten, oder? Gut. Einzige richtige Antwort, sonst hätte ich jetzt aufgelegt. Gut, können wir jetzt ich mag anfangen? Dich. Kannst du? Können wir jetzt dann auch bitte. Gucken Sie mal, 250 Euro, ich weiß, das ist nicht viel Geld, okay? Das ist auch Zeitverschwendung für mich. Sie können aber, ich will nicht sagen, geben Sie mir 10.000 Euro. Ich will diese 250 Euro nehmen. Ich will Ihnen zeigen, was ich für Sie tun kann, okay? Und dann können wir in Prozenten, sagen wir mal, dann nach 2 Wochen können wir nochmal reden, dann kannst du sagen, okay, 250 ist jetzt 500 Euro, das sind 100%. Ja, klar. Dann mache ich aus dir und dann, okay, ist das gut? Das ist mein Businessplan. Das ist total gut, aber weißt du, ich würde gerne, weißt du, ich gebe jetzt Geld und kaufst du Bitcoin dafür, richtig? Oder habe ich falsch verstanden? Wir haben verschiedene Sachen, aber zurzeit ist Bitcoin sehr interessant. Zum Beispiel übers Wochenende, ich habe am Freitag aufgehört zu arbeiten, da war der Bitcoin auf 43.000 Euro. Ich bin am Montag auf die Arbeit gekommen, war der Bitcoin bei 47.000 Euro. Okay. Gut. Okay, also sehr gutes Potenzial, Geld zu verdienen. Aber wenn Bitcoin-Phase vorbei ist, wird es auch noch andere Sachen geben. Da musst du dir keine Sorgen machen. Zum Beispiel Tesla ist auch sehr interessant. Das, was Amazon vor 10 Jahren war, ist Tesla heute zum Beispiel. Okay? Oh, ja, weil die sehr gute Firma. Aber guck mal. Ja, guck mal, Hans. Wenn ich kurz fragen darf. Du hast ja gesagt, du willst Masterkarte benutzen, oder? Ist mir völlig egal. Ist mir ganz egal. Aber dann ist doch, wenn du, also ich, nur, dass ich einmal richtig verstanden, ich, dass, quasi du bist Agent, kaufst für mir Bitcoin und guckst, wann ist gut wieder zu verkaufen und dann Profit. Richtig? Genau, alles automatisch, ist alles inklusive, okay? Ich sag dir aber auch im Voraus, okay, ich mach das nicht, wenn du mir, sagen wir mal, wenn ich dir nach 2 Wochen aus 250, 500 gemacht hast, kannst du ja sagen, ah, mach einfach weiter so, irgendwann haben wir viel Geld. Okay, das ist nur Demonstration am Anfang, okay? Verstehe. Danach kannst du, wie du selber schon, okay? Das verstehe. Ist nur Testphase. Zwei Wochen und danach können wir dann, wenn ich dir, weil ich will jetzt nicht sagen, oh, ich kann so viel Geld verdienen, oh, ich kann dies und oh, ich kann das. Das kann ich viel erzählen, okay? Richtig. Ich will dir beweisen, was ich wirklich kann und danach kannst du auch eine qualifizierte Entscheidung treffen. Das ist okay? Gut. Das Einzige, was ich glaube, ist, was ich sehe. Aber sage mir, was ist, wenn, genau. Wenn Bitcoin nicht besser gut wird, sondern schlechter wird, dann ist Geld kaputt oder was? Für uns gibt es keine schlechten Nachrichten, weil dieses Finanzprodukt, was wir benutzen, heißt
TFD oder Forex, okay? Das ist, du kannst auch auf fallende Kurse spekulieren, genauso wie auf steigende Kurse, okay? Sagen wir mal, Amazon kostet jetzt 50 Euro, Okay, ja. ja? Und wenn Amazon dann auf 60 geht, ist es gestiegen oder gefallen? Das sind doch ganz anderen, oder was? Wenn, nein, das ist ein Beispiel. Weißt du, was ein Beispiel bedeutet? Ja, natürlich. Okay, das Beispiel bedeutet ist jetzt, Amazon kostet 50 Euro Amazon-Aktie. Das ist ein Beispiel, okay? Okay. Und der Kurs verändert sich, der Kurs verändert sich auf 60 Euro. Was ist mit dem Kurs passiert? Der ist gestiegen. Und wenn der Kurs sich von 50 Euro auf 40 Euro verändert, was ist dann passiert? Dann ist runtergefallen. Genau, okay, und da, wir können nicht nur auf steigende Kurse Geld verdienen, wir können auch auf fallende Kurse Geld verdienen, okay? Das heißt, es ist total egal, Wirtschaftskrise oder Wirtschaftswachstum, wir können immer Geld verdienen, Also okay? Das heißt, jetzt wir haben verrate keine mir, schlechten. ich kann ja, wenn eine Kunde sagt, die will ich Haus kaufen, kann ich ja nicht Loch bei Boden graben und sagen, kein Haus, da gib mir Geld. Wie kann ich Geld verdienen, wenn Erkläre ich dir, Objekte guck mal, weniger wert wenn du werden? Aktie kaufst. Ach, ist Ich Aktie, erkläre ich dir das, dachte okay? Das ist Bitcoin kaufen. eine Bitcoin-Aktie, Währung, alles geht, okay? So, Hans, wenn du Aktien kaufst, 50 Euro, nächste Woche ist 60 Euro. Differenz, du hast für 50 gekauft, verkaufst für 60, ist dein Gewinn. Das ist logisch, oder? Das ist klar, Ja, oder? 10 Rubel, okay. Genau, so. Jetzt kaufst du, wenn du jetzt glaubst, Amazon wird nächste Woche fallen auf 40, okay? Dann machst du einen Vertrag mit uns. Ein Vertrag. Weißt du, was ein Vertrag ist? Kontraktum, da. Ja, ich Kontrakt. weiß. Dass du heute Amazon-Aktie von mir leihst und nächste Woche erst zurückgeben musst, okay? Dann nimmst du diese Amazon-Aktie und verkauf sie direkt, wenn die noch 50 Euro kostet oder 50 Rubel. Und nächste Woche, wenn sie nur noch 40 Rubel kostet, kaufst du sie zurück, gib sie an mich zurück und so die Differenz hast du dann Gewinn gemacht. Hast du es verstanden oder nicht? Oh, ich habe verstanden, aber bei das ganze Geschäft, wo machst du deine Gewinne? Du musst ja auch von was leben. Natürlich, das ist alles schon mit reingerechnet. Wir handeln ja mit den Börsen, mit den großen Zentralbanken, das ist alles schon mit reingerechnet. Ich dachte, du magst nicht Zentralbanken. Deswegen ist ja gut für uns, wenn ich dir Geld verdiene, das heißt, da müssen die bezahlen. Das ist gut. Das ist, ich nebenbei so Bild malen. Das ist alles sehr interessant, wie denn von eines zu anderen wie es funktionieren. Okay, das ist aber für Leute, die denken können und logisch denken, was sie so interessant finden. Okay? Viele Leute können nicht so denken wie sie. Verstehen Sie, was ich Ja, meine? gibt Und viele Leute, deswegen, die sind so dumm. Weißt du, heute bei einem Baustell, weißt du, kommt der Bauherr und sagt, warum ist nass bei Baustell? Sag, weil hat geregnet, weil hat geschneit. Sagt der Drainage, der sagt, was willst du bei einem Roboter ein Drainage bauen? Ich halbe Stunde mit dem streiten, mit diesen Idioten. Weißt du, du so eine Scheiße, ich nie wieder für einen Arzt ein Haus bauen. Die denken, die wären König und Kaiser, die überhaupt nichts wissen. ja, es sind aber auch schon viele Leute pleite gegangen, als sie für Ärzte Häuser gebaut haben. Das ist richtig. Das ist richtig. Er wird ihm auch gut Geld aus Tasche ziehen, also ist kein Problem. Wünsche werden erfüllt. Krieg Drainage bei Robo, wenn fertig ist, neue Drainage bauen. Nochmal 20.000, kein Was ist denn Problem. eine Drainage? Was ist denn eine Ein Drainage? Drainage legst du um ein Haus, dass wenn regnet, das Wasser nicht an den Seiten oder von des Keller bei den Innenseiten von Haus kommt, sondern den bei Kanalisation oder wenn du hast Gefälle bei Haus, dass die Wasser weggeleitet wird. Okay, gucken wir, Hans, heute ist der Tag, wo du dich entscheidest. Willst du in meine Firma, in meiner Firma investieren und mit einer realen Person, die genau weiß, was abgeht auf dieser Welt, investieren und wir wachsen zusammen, Klar. steigen zusammen, arbeiten zusammen und werden zusammen groß?
Oder willst du lieber mit Drainageleuten diskutieren oder mit Subunternehmern, die sowieso pleite gehen nächstes Jahr? Weißt du, ich habe ja selber Subunternehmer, bei denen alle gut, weißt du, das sind meine Leute, das ist ja nur zu Steuersparen, weißt du, wenn ich den Dann bist du selber auch, anstelle, musst du dann bist Lohn du auch nehmen, stabiler Mensch. Kosten geben. Natürlich bin ich stabil, Vlad, ich baue Häuser von meiner eigenen Hand. Aber man kann auch zum Beispiel, weißt du, wie Trump Geld verdient hat? Der hat ja auch Subunternehmer und dann kann man, dabei kann ich dir auch helfen, so. Das ist, sagen wir auch, das hat auch viel mit Finanzen zu tun, dass du dann, sagen wir mal, eine Subunternehmerfirma gründest in einem, sagen wir mal, anderen Land. Das nennt man dann Zypern oder zum Beispiel Cayman Islands oder Panama oder so. Ach, Und ist dann, das das ist aber eigentlich russische dieses große Technologie, Skandal diese was russische gewesen? Technologie. Das ist Mit kein Skandal, Panama. darüber gibt es auch Filme. Ne, mit Panama, da ist doch irgendwas mit Steuer gewesen, wo FBI gucken, was die da gebracht haben. Ja, aber das ist kein Skandal, darüber gibt es Filme und davon weiß jeder heutzutage schon. Und das heißt, guck mal, dabei kann ich dir auch helfen bei allem. Aber wir müssen irgendwo Krass. anfangen. 250 Euro, Kein okay? Thema. 250 Euro, okay? Das Wir ist müssen ein. irgendwo anfangen und dann zeige ich auch, weil Trump zum Beispiel, Trump ist pleite gegangen mit Casino, Trump ist pleite gegangen mit Fluggesellschaft. Aber immer hat er, sagen wir, große Kredite von den Banken genommen, hat immer so 10, 20% auf sein Konto quasi gemacht und das andere Geld in quasi die Bauunternehmen gesteckt, ist dann pleite gegangen und dann aber in der Zwischenzeit konnte er sich quasi das Geld in der Tasche stecken. Das ist viele Leute, was viele Leute nicht wissen, dass Trump quasi immer pleite gegangen ist und dann immer und so sein Geld verdient hat sozusagen. So ein Hund, blöd. Ja. Das große Schwein, dieser Trump. Okay. Aber alle amerikanische Schweinehund. Okay, Herr Vorderziege, guck, nehmen Sie mal bitte die Mastercard in die Hand jetzt. Kein Problem. Hab Foto bei Handy. Oder Okay, brauchen ich will wir auch nicht die Original? Kartennummer. Nee, ich brauche nur die sichtbaren Informationen auf der Karte und dann können wir das von unserer Seite alles machen, okay? Kein Problem. Dann sag mir nochmal, was ist dein Firma? Bank de Luxemburg, du hast doch mit meiner Kollegin gesprochen, der Anna, Ja, du, oder? die hat so schlecht gesprochen, ich kann nichts verstehen. Und dann so frech geworden, wo ich gesagt habe, was will ich mit 200 Euro? Guck mal, ich habe dir doch erklärt, diese 200 Euro, das ist nur Test für dich. Okay? Ich kann dir viel erzählen und wir können auch viel verdienen, das ist kein Problem. Diese Zeit jetzt, wo wir uns befinden, das ist die beste Zeit überhaupt. Auch das Jahr 21 ist das Jahr der Kryptowährung, weil sie werden zurückgucken in 5 oder 10 Jahren und werden sie sagen, hätte ich doch bloß gewusst. Okay? Viele Leute sagen mir, heute hätte ich doch bloß gewusst vor 10 Jahren oder 5 Jahren. Da war Bitcoin noch auf 1000 Euro. Verstehst du? Ist so, Heute, ich hab einen okay. Kumpel, der hat Computerfirma. Das ist so ein, wie sagt man, so Verrückten mit Computer und solche Sachen. Der hat vor, weiß nicht wie viele Jahren, da waren das noch ganz wenig Euro, was so ein Ding gekostet hat. Als wir gesprochen haben für Einbau bei seines Garage, hat er mir erzählt, weil ich gesagt habe, du, ich habe bei Internet gelesen, kennst du, und der sagt, er hat dafür für 50, 60 Euro gekauft. Und er hat jetzt richtig Gewinn, wenn er den verkauft. Muss nicht mehr arbeiten, wenn er nicht wollte. Ja, gut, Hans. Also das heißt, vor 5 Jahren habe ich meine Kunden angerufen, gesagt, gib mir 1000 Euro für einen Bitcoin. Haben die gesagt, nee, 1000 ist zu viel Geld, weil vor 5 Jahren haben alle noch schlecht geredet über Bitcoin. Jetzt ist der, weißt du, jetzt können die Zentralbanken nicht mehr schlecht reden über Bitcoin, weil das hat sich schon etabliert. 50.000 Dollar kann man nicht einfach so schlecht reden. Verstehst du, wenn Leute die geschaffen, 50.000 Dollar zu verdienen und der Bitcoin und für Bitcoin damit zu kaufen, dann ist ja logisch, dass was dran ist, dass sich das etabliert hat, Ja, oder? natürlich, weißt du, eines Wert kommt Das ja heißt, nicht von nochmal, falschen Gucken, guck das ist ja mal, gut. wenn ich nochmal in 5 Jahren anrufe, willst du dich freuen, dass du heute mit mir investiert hast in Bitcoin, oder willst du sagen, 200.000 Euro ist zu viel Geld für einen Bitcoin? 200.000 wird kosten? Vielleicht auch 1 Million. Vielleicht auch 20 Millionen, wenn das aktuelle Finanzsystem kollabiert. Das weiß Ah, keiner. bitte, bitte, wir müssen haben russische Rubel und Putin für den Welt, dann alle gut. Russische Rubel wird bald steigen. Aber Russland hat auch viel Land. Viele zum Beispiel, der chinesische Premier hat ja gesagt, so vor 15 Jahren, die chinesische Population ist viermal so groß wie Amerika. Da muss doch auch die Ökonomie von China mindestens genauso groß sein
wie China, oder? Weiß ich, kenne mich nicht gut mit Chineska. Guck mal, Hans, lass uns erstmal anfangen, lass uns mit 250 Euro anfangen. Morgen, wenn ich dann auch auf der Arbeit bin, auf der Arbeit können wir dann stundenlang telefonieren, kann ich dir alles erklären, Ist okay? gut, dann gebe ich dir Hassan, der macht Finanzen bei uns. Komm her, da ist der Bitcoin-Mensch. Hallo? 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 Hallo, hier ist Hassan, wer ist da? Der Hans hat gesagt, er will quasi sein Konto aktivieren, damit wir anfangen können, Geld zu Ist verdienen. denn Bitcoin-Menschen? Ja, Master, Visa oder Mastercard? Ist da Bitcoin-Menschen? Das ist eine einfache Frage. Ja, benutzen Sie Visa oder Mastercard? Wir beide, keine Problem, aber du mir sagen, was kann man für Firma, wie viel Geld kann man verdienen? Habe ich dem Hans alles schon erklärt. Maschallah, was hast du Ich gesagt? habe das dem Hans schon. Inshallah, ich habe das dem Hans schon alles erklärt. Inshallah, bist du Moslem, mein Bruder? Ich habe auch muslimische Freunde. Nee, das ist keine Antwort bei meinen Fragen. Bist du Moslem? Oder bist du Yehudi? Guck mal, willst du bist du Geld verdienen oder kein Geld Und ich verdienen? will Geld verdienen, aber nicht mit Ungläubigen. Okay, wir haben auch Inshallah-Konto oder Ramadan-Konto. Warte, Muss wenn ich, du das ist kein Problem. Ramadan kommt, willst du meine Religion beleidigen? Ben schon. Wie bitte? Ramadan kommt. Und du dir fragen, du sagst Ramadan Konto. Warum du solche Sachen sagen? Guck mal. Wie kannst du mit Menschen nicht so reden? Willst du mit jemandem, sagen wir mal, streiten? Bist du, telefonieren wir deswegen? Du zu Bist mir du auf der sagen Suche nach Ramadan Konto, dem? weil ich dich frage, bist du Moslem, wenn du Inshallah sagen. Du sagst zu mir Ramadan Konto, warum du machen? Ich dir nicht getan. Ich dir nicht schlagen, ich dir nicht schreien. Der Hans hat gesagt, ich telefoniere jetzt mit dir, um die Einzahlung zu machen. Willst du die Einzahlung machen, ja oder nein? Warum du so mit mir reden? Du musst dich bei Allah Du entschuldigen. machst, weil du so mit mir redest, machst du das Geschäft für Hans jetzt kaputt. Okay? Dich Und nicht seine kaputt machen. Du Suchunternehmung. Das sagst, verspreche ich dir. du Allah beleidigen, right? Fangen wir an zu investieren. Wie ist deine Name? Fangen wir an zu investieren. Ich sende Abu Bakr al-Baghdadi. Willst du so mit mir reden? Hallo! Ja, dein Kumpel, Finanzmensch ist was ist kaputt. los? Was ist das Warum? Problem? Ja, das frage ich mich auch. Warum beleidigst du seine Religion, Blade? Was haben wir dir getan? Wir wollten dein Kunde. Hab ich dich beleidigt? Ich bin hier gesessen, habe Papiersachen machen, du sagst Ramadan, Koto. Warum sagst du solche Sachen zu ihm? Guck mal, Wa, Hans, wa, wenn warum, du auf der warum sagst Suche du nach Ramadan, Koto? Ich weiß ja Problemen, nicht, wo du ja, herkommst, aber haben Sie gefunden. ich sag doch auch nicht Angela Merkel Konto oder Du wirst pleite Kaugummi-Automat. gehen, deine Subunternehmer werden pleite gehen und du wirst morgen nicht mehr wissen, wo oben oder unten ist, okay? Warum? Weil du seine Religion beleidigst, du dich untergehen? So viel von meiner Zeit. Was für ein Trottel, Alter. Was für ein endloser Trottel. Ich habe ihm eine halbe Stunde von seiner wertvollen Business-Scammer-Zeit geklaut, ab und zu um 21 Uhr. Aber ich und meine Subunternehmer werden untergehen. Die Ziegenarmee lebt ewig.